Ich habe an der Stelle jetzt ein bisschen so Platz, dass man sieht. So, an der Stelle habe ich jetzt eine Ebene. Das ist die Ebene und das ist diese Ebene, die habe ich jetzt in der Hesseform. Und die Kugel soll da reinpassen. Ich suche also den Mittelpunkt M von der Kugel. Ja, der hat drei Koordinaten. Ja. Die Kugel hat einen Radius R und den kenne ich eben gemeinerweise nicht. Das ist der Radius R, der ist hier und der ist hier. Und wie weit, wo ist jetzt der Mittelpunkt? Wie viel gehe ich, also in x1 Richtung mal, das ist eine Aufgabe nicht gegeben. Ich mache es mal größer, m. So. In x1 Richtung gehe ich einfach mal 0,5. In x2 Richtung gehe ich den Radius R, den ich nicht kenne. In x3 Richtung gehe ich den Radius R, den ich nicht kenne. Ja, okay. Kann ich schon mal hinschreiben. Und dann weiß ich jetzt, der Abstand von m zu dieser Ebene E. Der muss ja auch R sein. Und die Ebene E ist in Hesseform gegeben. Das heißt, ich kann jetzt den Punkt einsetzen und dann kommt der Abstand raus. Wenn ich also den Punkt M da oben einsetze, muss R rauskommen, nicht 0. Wenn 0 rauskäme, wäre M in der Ebene drin. Und das mache ich jetzt. Also, ich bekomme an der Stelle ein bisschen, vielleicht ein bisschen kleiner, so. Also, ich habe 1 durch 2,6, das war die Länge des normierten normalen Vektors, minus, jetzt kommt x2. Also der 0,5 ist schon egal, m liegt irgendwo. So, x2 ist r, ja, r minus 2,4 mal r plus 2,4, ja, ist gleich und der jetzt nicht 0, sondern r. Ja, und das rechnet man jetzt aus, das, hier ist das ganze R. Und dann kriegen wir, und dann habe ich meinen Radius. Ja? Also 1 durch, machen wir mal gleich mal 2,6 mal 2,6. Dann habe ich hier minus R minus, also minus 3,4R plus 2,4 gleich 2,6R plus. So. 2,4 gleich 7R. Dum, dum, 6R. Nicht, ne, Kopfrechnen ist schwer. So. 6R dividiert durch 6R ist ungefähr 2,4 durch 6 ist ungefähr 0,4. Jo, und das ist dann der Radius. Und jetzt kenne ich mein M. Ja, M ist irgendwas. Also das kann ich ja da in diese Richtung kann ich es ja schieben. 0,4, 0,4 und fertig.